Am 18. April tritt das neue Vergaberecht in Kraft. Das ist die größte Änderung für den öffentlichen Einkauf seit 7 Jahren. Das neue Recht schafft neue Möglichkeiten, um wirtschaftlicher und effizienter einzukaufen. Im Frühjahr bereiten wir Auftraggeber und Bieter auf die Reform vor. Im Herbst möchten wir Sie einladen, von uns und Praktikern zu erfahren, zu was für Veränderungen das neue Recht in der Praxis geführt hat. Die E-Vergabe. Jeder weiß, dass sie vor der Tür steht, doch nur die wenigsten sind wirklich vorbereitet. Wir wollen sehen, wie Auftraggeber die E-Vergabe für sich nutzen können und welche Erfahrungen die Vorreiter damit gemacht haben. Nutzt die öffentliche Hand die einfacheren Wege zu Verhandlungsmöglichkeiten oder wird sogar unwirtschaftlich in starren Verfahrensarten beschafft? Sind wir auf dem Weg, dass echte Potenziale die öffentliche Beschaffung prägen? Gelingt es uns, Zuschlagskriterien, Nebenangebote, Markterkundungen richtig einzusetzen? Das gesamte Vergaberecht wird umgekrempelt, nur die VBA bleibt bestehen. Bleibt bei Bauaufträgen jetzt alles beim Alten? Und wie passt das zur neuen Vergabeverordnung? Ziel der Vergabereform ist die Schaffung von mehr Rechtssicherheit. Aber geht die Anzahl an Nachprüfungsverfahren wirklich zurück? Im Herbst geben wir Ihnen einen Überblick über die Umsetzung der Vergaberechtsreform in der Praxis. Wir berichten von der neuesten Rechtsprechung und lassen Praktiker von ihren Erfahrungen berichten. Ein halbes Jahr nach der Reform machen wir keine Präsenzveranstaltung. Im Jahr der E-Vergabe bieten wir unseren Vortrag und die Berichte aus der Praxis als Livestream. Rückfragen und Diskussionen bleiben möglich. Wir freuen uns auf Sie.